Amtsgericht Bad Schwalbach. Ja, guten Tag, mit wem spreche ich denn da? Mit Herrn Jude. Aha, hier ist der Herr Wimmersberger. Könnte ich mal bitte mit dem Herrn Scheißhaus, Althaus, reden? In welcher Angelegenheit? Urteile, die erfunden werden und so Sachen, ja. Und Urteile, die ich nicht erhalte, sondern jetzt irgendwelche im Hinterzimmerchen irgendwelche anderen Sachen gefriemelt werden. Also irgendwelche. Ach, habe Sie abgezeichnet? Ja, oder das was? Kann ich Ihnen gerade mal geben. Das ist 5DS. Ja, ist lang gesperrt. Gehen Sie mal mit der Abteilung. Moment bitte. Ja, danke. Ah, guten Tag, Herr Strack, Wimmersberger hier. Wir gehen jetzt hier, jetzt wird er langsam, nimmt es ja, sag mal, wirkliche KZ-Ausmaße an, was hier passiert. Und zwar habe ich jetzt, Sie wissen ja, dass ich irgendwann mal eine Verhandlung hatte wegen der Tötung meines Hundes, wo man natürlich alles umgedreht hat. Also, ja? Und auf diese Verhandlung hat man sich auch geweigert, meine Personalien aufzunehmen. Alles, sagen wir, dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich von dieser Verhandlung danach nie wieder was gehört, bis am Samstag. Und am Samstag folgte, also kam ein Brief von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit einem Urteil. Ja. Ein Urteil ohne Rechtsbelehrung. Meine Staatsangehörigkeit nennt sich hier Deutsch. Also ich bin kein KZ-BRDler, wie gesagt. Aber das kann man ja feststellen in der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft in Moskau, was ich nun für eine Staatsangehörigkeit habe. Aber, wie gesagt, diese wurde auch gar nicht festgestellt. Da hat man sich ganz klar geweigert im Gericht. Ich habe hier ein Urteil, nicht per Zustellung, das wurde mir einfach im Briefkasten eingeworfen am Samstag, dass, wo es keine Rechtsbelehrung gibt, wo ich also seit diesen Tagen nichts gehört habe. Und es kann ja auch kein Urteil kommen ohne, hier steht Geschäftszeichen, ja, ohne dass ich eine geschäftliche Verbindung mit wem auch immer eingegangen werde, schon gar nicht ohne Personalien. So, und jetzt bekomme ich aber hier ein Urteil ohne Rechtsbelehrung, dass ich also mich gar nicht dagegen wehren kann. Unterschrieben ist das diesmal auch von keinem Richter, um das jetzt nochmal zu klären. Natürlich kann man mir eine Kopie schicken, ja, wenn das jetzt das Normale, ja, aber auf der Kopie, das muss die Kopie des Originals sein. Und auf dem Original hat natürlich die Unterschrift des Richters zu sein. Das haben wir hier nicht, wie immer. Dann, wie gesagt, das haben Sie sogar unterschrieben, oder? Kann das sein? Strack? Aber Sie sind doch nicht in Wiesbaden, oder? Das haben Sie unterschrieben, gucken Sie mal. Kann schon sein, ich fertige das aus. Ah, merken Sie. So, jetzt habe ich also das bekommen. Ich habe Sie noch gar noch nie angezeigt, ne? Bis jetzt. Also, ist immer egal. Sie haben das jetzt auch. Wieso bekomme ich dann kein Urteil in der angemessenen Zeit? Denn das sind ja über 6 Wochen oder so gewesen jetzt. Ich stelle die Ausfertigung nur her, in das Verfahren bzw. die Akte an die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Okay, aber man bekommt doch eben per Zustellung das Urteil mit Rechtsbelehrung, oder? Das ist doch üblich auch in der KZ-BRD, oder? Das muss in der Verhandlung passiert sein. Bitte? Das wurde in der Verhandlung wohl gemacht. Was wurde in der Verhandlung gemacht? Mir ein Urteil gegeben? Nein, die Rechtsmittelbelehrung. Ach, in der Verhandlung, wo ich den Saal verlassen habe wahrscheinlich, ne? Also Sie meinen also, dass mittlerweile die Urteile geschickt werden und man sich da nicht mehr gegen wehren kann und keine Rechtsmittel einlegen kann, ja? Das ist also jetzt in der KZ-BRD so in meinem Fall normal, ja? Da müssen Sie bei der Staatsanwaltschaft anrufen, die hat jetzt die Akte. Ja, die Staatsanwaltschaft legt mir auf. Die Justizministerien legen mir auf. Also ich kann mit keinem reden, weil die ja Verbrecher sind und das ja auch wissen. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Das Verfahren ist bei uns hier abgeschlossen. Ja, ja. Und Sie sagen jetzt, das wäre rechtskräftig. Da muss man sich mal überlegen. Alter, da war Hitler ein Scheißdreck gegen, was ihr mit mir macht, ja? Das wäre wirklich. Und die Juden, Entschuldigung, ich habe 43 Jahre Terror. Das hat mit Sicherheit kein Jude hinter sich. Aber wie gesagt, die BRD, KZ, GmbH ist schon ein Hammer. Also, dann wird das Ganze auf dem internationalen Strafgerichtshof, da muss ich mich irgendwie, ja, nach Faschisten Holland, weil das ist ja nun, ich bin Preuß, das ist ja eine Völkerrechtsgeschichte mittlerweile, ne? Machen Sie es, wie Sie für richtig halten. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, tut mir leid. Ja, aber Sie haben es unterschrieben, Entschuldigung, Herr Strack, Sie haben es unterschrieben. Bevor für die Staatsanwaltschaft. Naja, Entschuldigung, wo ist die Unterschrift des Herrn Scheißhaus? Keine Ahnung. Ja. Was das? Ja, nicht wirklich. Also irgendwie möchte ich jetzt eine Belehrung haben, was ich tun kann. Denn, ja, das ist ja nun gar nichts hier.
Das hat er, das ist ja absolut, ja, das ist wirklich, findet ja kein Ausdruck dafür, ja. Eine Verhandlung zu führen, die umgedreht wird, keine Personalien zu nehmen und so weiter, also gar keine Verhandlung, eine wirkliche Verhandlung, rechtsstaatliche oder eine BRD-staatliche, gar nicht gibt. Und danach wird kein Urteil gesendet, sondern ich kriege irgendwann, nach 6, 7 Wochen, wo die Frist schon längst abgelaufen ist, also auch die Frist, das Urteil zu schreiben, ja, 21 Tage, glaube ich, ob ich weiß es nicht genau, ja, wie lange die Frist ist, bekomme ich so von der Staatsanwalt so ein Schreiben hier, ich habe das jetzt gar nicht durchgelesen, ich sehe nur Urteil, also weil da drin steht, ist mir ziemlich scheißegal, ja, da könnt ihr mich, wenn ihr schreiben, was ihr wollt. Ich habe keine Zeit mit Ihnen jetzt zu diskutieren, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, ich lege auch jetzt auf. Ja, geben Sie mir doch bitte den Herrn Althaus. Bitte? Geben Sie mir doch bitte den Herrn Althaus ans Telefon. Ja, Moment. Danke. Althaus. Ja, hallo, Wimmersberger hier. Hallo? Ja, Althaus habe ich gesagt. Ja, also ich habe hier, ich möchte das ganz kurz erklären, Sie wissen ja die Verhandlung mit meinem Hund, unter Anführungsstrichen Verhandlung. Anschließend habe ich nichts mehr gehört bis am Samstag von dieser Geschichte, außer dass ich natürlich meine Strafanzeigen gemacht habe. Jetzt bekomme ich am Samstag von der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden ein Urteil, ja, was natürlich kein Urteil ist. In diesem Urteil, also ich, ist keine Rechtsbelehrung drin. Dieses Urteil soll angeblich schon rechtskräftig sein, also es wird immer witziger hier, ja. Meine Staatsangehörigkeit steht hier mit Deutsch. Ich habe das Telefon nicht. Sie waren da. Ich habe Ihnen die Rechtsmittel. Sie haben hier keine Personalien aufgenommen. Meine Staatsangehörigkeit ist gefälscht. Es ist hier alles gefälscht. Ja, die Lügen da drin sind gefälscht. Ich habe keine Rechtsbelehrung bekommen. Ich habe kein Urteil zugestellt bekommen und so weiter, sondern ich bekomme jetzt ein rechtskräftiges Urteil zugeschickt. Sie können gegen das Urteil innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Wissen Sie was? Sie kriegen Ihre Strafe. In der KZ-BRD vielleicht nicht, aber Ihre Zeit kommt. Ihre Zeit kommt, du Arschloch, du Dreckiges. Oh, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ja, können Sie mich anzeigen, du Pisser. KZ-Wichser. KZ-Wichser. Auf Wiederhören, Herr Ja, du Drecksau.